Wir haben Angst. Wir haben Angst vor allem, was unbekannt ist. Wir haben Angst vor dem Hai im Meer. Wir haben Angst vor dem Krokodil im Sumpf. Und wir haben Angst vor dem Wolf. Und vielleicht ist es so, dass uns der Wolf auch Angst machen soll. Zumindest früher war es so. Die Herrschaften waren gerne allein im Wald unterwegs. Erst der Adel, zum Schluss waren es die Männer. Die Jagd war den Männern vorbehalten. Was da stört, waren Kinder und Frauen. Ja. Also machen wir den Kindern und den Frauen Angst. Und was ist da besser als so ein Tier, das nachts vor allen Dingen durchs Dickicht schleicht und alles frisst, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, so ungefähr. Ja. Das kann natürlich, das ist natürlich prädestiniert, um uns Angst zu machen. Und dann bleiben die, die wir nicht haben wollen, auch aus dem Wald draußen. Das ist natürlich ganz toll. Und der Wolf hat natürlich ganz früher auch Angst gemacht, weil vor 500 Jahren, wenn einer zwei Schafe hatte und der Wolf kam und hat diese zwei Schafe gerissen, und das hätte er auch gemacht, dann wusste der natürlich nicht mehr, wie er über den Winter kommt. Das ist keine Frage. Deshalb gibt es natürlich schon Angst vor dem Wolf, weil er nimmt mir die Lebensgrundlage. Heute muss keiner mehr Angst haben, dass der Wolf ihm die Lebensgrundlage nimmt. Auch kein Schäfer muss die Angst haben. Wenn er seine Schafe schützt, nimmt ihm der Wolf die Lebensgrundlage nicht. Und wenn er sie richtig schützt und der Wolf trotzdem mal einfrischt, wird er auch noch dafür entschädigt. Also von daher muss heute bei uns keiner mehr verhungern, auch wenn der Wolf sich an unserem Eigentum mal vergreifen sollte. Aber diese Angst ist einfach Geschichte und die hat ihren Grund. Und der Wolf, der wurde schon auch von der Kirche natürlich immer als der Böse dargestellt. Das ist immer der, der in die Herde einbricht. Die Gläubigen, das waren immer die Lämmer. Und einer von draußen, der kommt, das war der Wolf. Also der Wolf hat in vielen Darstellungen, nicht nur in Märchen und Mythen, sondern in ganz vielen Darstellungen und ganz vielen Geschichten, ist er immer der Böse, der irgendwas macht, der in unsere Gemeinschaft einbricht und uns irgendwas wegnimmt. Ich glaube, dem Wolf wird es natürlich viel besser gehen bei uns, wenn er einfach in der Wildnis bleiben würde. Nur haben wir hier jetzt ein Tier, dem wir das nicht vorgeben können. Das ist mal was Schönes. Jetzt sind wir hier, uns wird das entzogen. Das haben wir natürlich nicht gern, wenn wir die Kontrolle nicht mehr haben. Und dieses Tier hält sich da nicht dran. Für den ist die Kulturlandschaft mittlerweile genauso gut wie die Wildnis. Mhm. Und das ist was, was uns Angst macht. Damit können wir nicht umgehen. Wenn der in seinem Radius bleiben würde, wäre das Zusammenleben mit dem Wolf auch wesentlich einfacher. Aber der Wolf ist eben ein Wildtier, das vor allen Dingen viel läuft und viel wandert. Und von daher kommt er uns in manchen Situationen natürlich recht nah. Und wir müssen lernen, einfach damit normal umzugehen. Du musst dich nicht reinhängen, hörst du? Du musst dich gar nicht reinhängen. Hallo Aslan. Oh, jetzt lass doch meine Ruhe. Kelle noch mal. Immer dieses Gemecker.